hast mir die Wiener Würstel mitgebracht, Franzl? Beim Vinzenz Murat bloß noch Weißwürst geben. Die kannst du selber fressen. Die 8. Beerdigung ist schon heute Vormittag. Und der polnische Pfarrer vorerst so eine Block. Um den die bei der Sauhütze nichts anderes zum Tür die Leid. Kennt man meiner bloß zum Sterben da haben's Zeit. Wer ist denn der Nächste auf der Liste? Wer flockt denn da drin in der Kiste? Da haben wir ganz prominente Kundschaft, ein Oberstaatsanwalt, der nimmt mehr Verhaft. Hast du den nicht kennt, Hinterwieser? Ja, frei, ich bin kennt den Dr. Tillinger mit dem Lastwagen zusammengefahren ist er. Woher er den schon wieder kennt, möchte nicht wissen, warum. Ich war schließlich 12 Jahre leitender Oberpförtner im bayerischen Justizministerium. Mit 49 schon Oberstaatsanwalt, wenn das keine steile Karriere ist. Bis zu der Geschichte nach Augsburg, da ist losgegangen mit dem Geschiss. Geh, was du nicht sagst, da ist losgegangen das Geschiss. Hinterwieser, sag, was meinst du mit dem Geschiss? Seht's den da hinten mit seinem begotten Beamten gefries. Der, wo da dort steht, neben der Friedhofsmauer. Psst, das ist der bayerische Generalstaatsanwalt Dr. Froschauer. Es heißt, er hat die Ermittlungen vom Dillinger und Staatsanwalt Meyer sabotiert und an Holger Pfahls, an Max Strauß, an Kohl und Schreiber hintermal informiert. Wahrscheinlich hat der Dillinger dem Froschauer nichts mehr weitergeben. Mei, vielleicht hat er das sonst noch leben. Tatat, hättet, wisst's, was ich euch sag? Na, was? Der Herr Oberstaatsanwalt ermittelt jetzt 2 Meter unterm Gras. Ha, 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 2 Meter unterm Gras. Wer ist denn das mit den Bodyguards da hinten beim Kruzifix? Das ist der bayerische Justizminister, der sogenannte Herr Weiß von nix. Und wer steht denn da mit dem grauen Ludenjanker rum? Das ist der Herr Held, die graue Eminenz vom bayerischen Justizministerium. Der schaut ja kreersauer wie eine ausgequetschte Zitrone. Du, der kann das Sizilien sein, ein Bruder vom Al Capone. Das ist die verbeamtete Unterwelt von der bayerischen Staatskanzlei. Bestimmt ein treuer Diener von der unseren Partei. Der Staatsanwalt Meyer in Augsburg hat übrigens auch schon aufgegeben. Mei, allo hast du keine Chance gegen das ganze System. Es heißt, er fährt jetzt nur noch mit der Bahn. Wahrscheinlich mag er nicht einen Lastwagen reinfahren. Ha, 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 einen Lastwagen reinfahren. Was hängt denn da bei dem Riesenkranz für ein herrliches Trauergebinde raus? In tiefer Anteilnahme Max, Franz, Georg und Monika Strauß. Also den alten Strauß hab ich immer sehr verehrt. Dass jetzt ein Bub, der Max, so angegriffen wird. Der Dillinger und der Meier haben die Computerfestplatten von Max als Beweismaterial beschlagnahmt. Davon hab ich was gehört, das ist sogar mir bekannt. Und mittendrin aus dem bayerischen Justizministerium ist dann spurlos verschwunden. Wisst, was ich euch sag? Na, was?
die wird auch nie mehr gefunden. Das gibt's doch alles am nicht. Hinterwiese, das Ganze ist doch ein Witz. Nein, das ist bayerische Justiz. Ha, 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 das ist bayerische Justiz.